Damit eine Wärmedämmung effizient funktioniert und die Konstruktion vor Bauschäden und Schimmel geschützt wird, ist der Einbau einer Unterdeck- und Unterspannbahn auf der Außenseite der Konstruktion erforderlich. Was dabei im Einzelnen zu beachten ist, zeigen wir Ihnen mit der Solitex Plus hier Schritt für Schritt. Verlegen Sie die Bahn so, dass die beschriftete Seite zu Ihnen zeigt. Die aufgedruckten Markierungen unterstützen Sie bei der Arbeit. Sie können die Bahn straff längs und quer zur Traufe verlegen. Die Verlegung parallel zur Traufe ist für die Wasserführung während der Bauphase die sicherere Variante. Setzen Sie die Bahn als Unterspannbahn ein, darf der Abstand der Konstruktionshölzer nicht größer als 1 Meter sein. Führen Sie die Bahn ca. 4 cm auf angrenzende Bauteile, um hier später winddicht anschließen zu können. Befestigen Sie die Bahn an der Holzkonstruktion im Abstand von 10 bis 15 cm mit Breitkopfstiften oder mindestens 10 mm breiten und 8 mm langen Tackerklammern. Achten Sie darauf, dass dies im geschützten Überlappungsbereich oder unter den Konterlatten geschieht. Verlegen Sie die zweite Bahn mit etwa 10 cm wasserführender Überlappung. Das heißt, die obere Bahn liegt auf der unteren Bahn. Zur Orientierung ist eine Überlappungsmarkierung auf die Bahn aufgedruckt. Unterschreiten Sie die Regeldachneigung, ist eine größere Überlappung empfehlenswert. Achten Sie auf eine faltenfreie Verlegung. Verkleben Sie die Bahnenüberlappung mit dem Systemklebeband Tescon Varna. Untergründe müssen dabei trocken, staub- und fettfrei sein. Setzen Sie das Band mittig auf der Überlappung an. Orientieren Sie sich dabei an der gestrichelten Linie auf der Bahn. Connect-Bahnen sind mit zwei integrierten Selbstklebezonen ausgestattet. Lösen Sie einfach beide Trennfolien ab und verkleben Sie die Überlappung Kleber in Kleber. Achten Sie in beiden Fällen auf eine faltenfreie Verklebung und reiben Sie sie fest an. Besonders einfach geht das mit der Anpresshilfe Pressfix. Bitte achten Sie auf ausreichenden Gegendruck. An Konterlattennägel dichten Sie mit dem doppelseitigen Nageldichtband Tescon Nidec an. Das Band ist mit einem sehr fließfähigen Butylkleber ausgestattet und schmiegt sich sicher an Nägel und Untergründe an. Eine Nageldichtung ist erforderlich, wenn Sie naht- und perforationsgesicherte Unterdeckungen oder Unterspannungen nach ZVDH und/oder eine Behelfsdeckung herstellen möchten. Kleben Sie das Band auf die Konterlatte und entfernen Sie das Trennpapier. Legen Sie anschließend die Latte auf und nageln Sie sie an. Fertig. Verkleben Sie die Bahn auf dem Traufblech mit dem Systemklebeband Tescon Varna. Untergründe müssen auch hier wieder trocken, staub- und fettfrei sein. Setzen Sie das Band zu gleichen Teilen auf der Bahn und auf dem Blech an. Achten Sie auch hier wieder auf eine faltenfreie Verklebung und reiben Sie das Band fest an. Alternativ können Sie diesen Anschluss auch mit dem doppelseitigen Klebeband Duplex herstellen. Verwenden Sie den Anschlusskleber Orcon F oder Orcon Classic für die Verklebung der Bahn auf rauen oder mineralischen Untergründen, wie zum Beispiel einer Mauerkrone am Ortgang oder hier am Schornstein. Tragen Sie eine Raupe mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm Dicke auf, bei sehr rauen Untergründen gegebenenfalls mehr. Legen Sie anschließend die Bahn mit einer Dehnschlaufe in das Kleberbett, damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können. Achten Sie dabei darauf, die Kleberraupe nicht ganz flach zu drücken. Schließen Sie die Bahn am Blendrahmen des Dachflächenfensters umlaufend mit dem Eckklebeband Tescon Profil an. Das Band ist mit einer zweifach geteilten Trennfolie ausgestattet. Falten Sie das Band L-förmig vor, entfernen Sie an einem Schenkel die Trennfolie und verkleben Sie den ersten Teil des Bandes. Ziehen Sie anschließend die verbliebenen Trennstreifen ab und verkleben Sie den zweiten Schenkel. Verwenden Sie für den Anschluss an Kabel und Rohre die Dichtungsmanschetten K-Flex und Roflex. Verkleben Sie Roflex-Rohrmanschetten mit dem Allround-Klebeband Tescon Varna. Auch hier gilt,
Klebebänder gut anreiben und auf ausreichenden Gegendruck achten. Carflex Kabelmanschetten sind selbstklebend. Schieben Sie die Manschette über das Kabel und ziehen Sie das Trennpapier ab. Anschließend verkleben und fest anreiben. Fertig. Optimal für die Sicherheit der Anschlüsse, an Kabeln und Rohren kann anschließend sogar noch gezogen oder geschoben werden, ohne dass die Winddichtung Schaden nimmt.